Es gibt eine Welt, die man mit den eigenen Augen nicht sehen kann. Diese Welt ist faszinierend und ganz wichtig für unser Leben. Und Frau Dr. Anne-Katharina Tschokke ist in diese Welt eingetaucht und hat ganz viel Wissen darüber erworben und ihre Liebe zu den Mikroorganismen, zu dieser Welt, dieser faszinierenden Welt, hat sie in vielen Büchern aufgeschrieben. Und ich möchte Sie jetzt einladen, dass Sie kurz Ihre Bücher vorstellt. Lösungen für die Menschheit. Bitte schön. Es gibt 5 Bücher. Die ersten 3 handeln von den effektiven Mikroorganismen. Die nächsten beiden gehen über die Bakterienbesiedlung des Menschen und die Zusammenhänge und die Heilung. Die beiden ersten habe ich parallel geschrieben, das heißt an dem 10 Jahre lang gearbeitet. Das geht am tiefsten. Das ist ein super Buch zum Einsteigen, die erstaunlichen Kräfte der effektiven Mikroorganismen. Das liest sich, ich würde mal sagen, wie ein Liebesroman, oder? Ja. Also kann man wirklich, versteht jeder. Der erste Teil handelt von der Bedeutung der Bakterien insgesamt. Da versteht man, dass die ganz anders sind, als wir das bis jetzt gelernt haben. Und der zweite Teil handelt dann von der praktischen Anwendung der effektiven Mikroorganismen mit genauen Anleitungen, was die sind, wie sie was machen, warum sie was machen, was jeder selber zu Hause damit machen kann, sei es jetzt die Blumen gießen, im Gartenteich oder zu Hause. Auch Anwendungen, was ganz hilfreich ist und wirklich ein großes Problem löst der Gegenwart, dass man mit den effektiven Mikroorganismen Situationen verbessern kann, wo resistente Bakterien vorkommen, also auch Krankenhauskeime wieder ins Lot gebracht werden können. Das lässt sich hier in diesem Buch super leicht lesen. Das Buch hier ist tiefergehend, da sind auch Abbildungen drin. Das hat die ganze Bodenfruchtbarkeit mit drin, sind Abbildungen auch zur allgemeinen Bakteriologie des Bodens, der Pflanze, des Tieres und des Menschen, also auch der gesamte lebendige Kreislauf vertieft. Also wer Ackerbau betreibt, Gartenbau betreibt, lernt hier noch tiefe Hintergründe verstehen und warum man wie was einsetzt im Boden. Und aber auch die Geschichte der Bakteriologie mal in der Medizin anders beleuchtet, warum Bakterien als Feinde erklärt wurden und wo die Missverständnisse liegen, warum sie nicht nämlich eigentlich Freunde sind. Und dann im hinteren Teil, wie man die effektiven Mikroorganismen im Garten am besten einsetzt. Praktische Anwendung auch bei Tieren, das war in Wales, wo ich Elefanten behandelt habe. Oder hier haben wir eine Springbrunnenanlage, die veralgt war, die mithilfe der effektiven Mikroorganismen saniert wurde. Dann gibt es Bilder und Bereiche und Beispiele aus der Landwirtschaft oder hier auch in Haiti, wo man also Toilettensanierung betrieben hat mit effektiven Mikroorganismen. Das geht also sehr tief und hat auch philosophische Hintergründe. Dann gibt es ein Buch für Leute, die keine Zeit haben zu lesen. Das ist das. Effektive Mikroorganismen, EM-Kompakt. Ganz kurz und knackig, was sind sie, was machen sie, was können sie und wie mache ich das? Mit Gebrauchsanweisung, alphabetisch geordnet, wenn ich nachgucken will, Pflanzenerde, Rasen, Vermehrung von EM, Bienenbehandlung, Varroamilbenbehandlung habe ich gerade aufgeschlagen, Darmstörung, Durchfall, Bodenwischen, also alphabetisch geordnet, so zum schnell zupacken und damit möglichst viele Menschen damit umgehen können, die auch keine Zeit haben zum Lesen. Und da wir Menschen uns selbst ja die Nächsten sind, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, gibt es 2 Bücher über die Wirkung beim Menschen, beziehungsweise dieses Buch handelt nicht von effektiven Mikroorganismen, sondern von den Zusammenhängen von Bakterien in unserem Darm mit unserem gesamten Gesundheitssystem. Von der Geburt ab, über die ganze Entwicklung, die Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Immunsystem, Darmbakterien und Gehirn, Darmbakterien und gute Laune, Darmbakterien und Haut, Darmbakterien und Ernährung, voller Tipps und Tricks, wie man sich selber so gesund ins Leben stellt, dass dies wirklich, dass man gesund wird oder gesund bleibt. Da sind viele aktuelle Forschungsergebnisse reingearbeitet, aber auch vor allen Dingen ist mir wichtig, dass zwischen den Zeilen schon Heilung vermittelt wird. Also mein Wunsch war, dass Menschen, die diese Bücher lesen, direkt beim Lesen schon eine heilsame Erfahrung machen. Wenn man also krank ist am Darm, dann ist das wahrscheinlich der Einstieg zum Thema Zusammenhänge verstehen. Oder wenn man plötzlich Erdbeeren nicht mehr essen kann, hat sein Leben lang Erdbeeren vertragen und jetzt verträgt man sie nicht. Warum ist das so? Das ist da erklärt. Und hier natürlich heilen mit Bakterien. Das ist eine komplette Mikrobiomtherapie.
die darin aufgeführt ist im vierten Teil. Der erste Teil handelt von den Zusammenhängen zwischen Mensch und Bakterie im medizinischen Umfeld, wie das kam, also auch, was sind Antibiotika, was sind Probiotika, warum wurden die einen entwickelt, warum gibt es die anderen, was kann man heute wirklich tun, um die Probleme zu lösen, auch in den Krankenhäusern zum Beispiel. Der zweite Teil handelt von der Bakterienbesiedlung des Menschen, welche Bakterien sind auf der Haut wichtig, welche sind im Körper wichtig, welche sind wichtig, wenn man als junges Paar Kinder kriegen möchte. Es gibt viele Menschen mit mit Kinderwunsch, die keine Kinder kriegen. Warum? Was hat das mit den Bakterien zu tun? Da kann man viel tun. Der dritte Teil des Buches zeigt auf, welche Behandlungsmöglichkeiten es schon immer mit Bakterien gab. Mikrobiologische Therapie in den verschiedenen Facetten als Medizin, aber auch als alte Heilmittel. Zum Beispiel ist Wein ein ganz altes, bakteriell fermentiertes Heilmittel. Und das Wort Apotheke zum Beispiel kommt daher. Und das Wort Prosit kommt auch aus der Medizin. Also das ist da alles aufgeführt, auch wieso man früher Kuhfladen als Medizin verwendet hat. Nämlich, weil die Bakterien da drin so gesund waren, dass man damit heilen konnte. Das geht heute nicht mehr. Deshalb handelt der vierte Teil von den Bakterien, der effektiven Mikroorganismen, wie man mit EM bei Menschen heilen kann, aber erweitert um andere Aspekte der mikrobiologischen Therapie, einer Mikrobiomtherapie, auch zum Beispiel das gute Kauen, wieso das wichtig ist und wie man dann so gesund leben kann, worauf man im Leben achtet, zum Beispiel eine Zahnpasta, die bakterienfreundlich ist, damit das Mundbakterienmilieu so gesund ist, dass dann auch der Magen und der Darm gesund ist. Das kann man alles hier drin nachlesen. Ja, ich kann nur empfehlen, diese Bücher zu lesen, weil der Schreibstil von Frau Dr. Anne-Kathrin Tschokke ist so eingehend, ist so leicht zum Lesen und mit viel Verschmitztheit und Humor. Also manchmal muss man wirklich auflachen. Es ist wirklich fein und es ist lohnenswert, Lösungen durch die Mikroorganismen für das eigene Leben zu finden, indem man zum Beispiel auf darmbakterien-buch.de geht und dort auf der Webseite kann man alle Informationen zu den Büchern finden. Sie können mich auch gerne einladen. Ich bin von Beruf Vortragsdozentin, freie Fachdozentin. Ich komme gerne zu Lesungen, zu Seminaren, zu Kursen, zu Schulungen, auch zu Schulungen für Gesundheitsberatung innerhalb der Firmen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, bleibt neugierig und schaut's rein.